Raus, aber Sie haben sagen. Trotzdem einige Leute wirklich zutiefst beleidigt. Ja, schon, aber... Ist das etwas, was für Sie ein Spiel ist, was Sie amüsiert? Nein, wenn man sagt, wenn jemand beleidigt ist, ist das nicht in meiner Verantwortung. Man ist ja heute in... Nein, das Beleidigtsein ist ja heute in Deutschland schon eine eigene Industrie. Der Gottvater aller Late-Night-Moderatoren, Johnny Carson, hat gesagt, man kann keine Late-Night-Show machen, ohne Leuten auf die Füße zu treten. Und der dümmste Satz ist wirklich, er macht Satire, aber ohne zu verletzen. Ja, da kann ich es bleiben lassen. Also wir haben uns ja nicht an die kleine Oma im Einkaufswagen rangewagt, sondern wer im Fernsehen die Rübe raushält, ist fällig. Regel Nummer eins. Ja, Und zweiter Satz, ab einem Einkommen von 10.000 Euro ist jeder strafbar.